Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kinderküche Digital Spezial mit dir. Schön, dass du heute eingeschaltet hast und mit dabei bist. Und wir beginnen auch diesen Kindergottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und zu Beginn möchte ich gerne mit euch beten und faltet die Hände und wir schließen am besten die Augen. Lieber Vater, danke für diesen neuen Morgen und danke, dass du uns diesen Tag schenkst der Ruhe und zum Ausruhen und dass wir Zeit verbringen können mit unserer Familie, unseren Eltern, vielleicht auch Freunden. Danke dafür, dass du uns den schenkst und dass du uns viele liebe Leute um die Seite stellst, die mit uns gemeinsam durchs Leben gehen. Danke, dass du da bist, dass du uns viel Gutes schenkst. Und danke, dass du auch da bist, wenn es uns vielleicht mal nicht so gut geht. Danke, dass du die letzten Wochen da warst, wenn wir vielleicht nicht im Kindergarten waren, nicht in der Schule, viel zu Hause, es oft langweilig war. Wir manchmal vielleicht gar nicht gemerkt haben, dass du noch da bist. Danke, dass dein Wort gilt. Danke, dass du da bist. Und dass du immer die Hand über uns hältst, auch wenn wir es manchmal vielleicht gar nicht glauben können. Danke, dass wir uns trotzdem drauf verlassen können. Ganz egal, was passiert, du meinst es gut mit uns. Und jetzt danke für den Kindergottesdienst. Und wir sind schon ganz gespannt, was du uns doch heute ins Herz geben mögst. Danke, dass du mitten unter uns bist. Segne uns. Amen. Und zu Beginn habe ich etwas ausgegraben. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Es ist ein Bild. Ja, man sieht viele bunte Farben. Es hat viele Fäden. Ein bisschen grün und rot. Was könnte das denn sein? Vielleicht Pünktchen oder ein paar Flecken. Da unten vielleicht, weiß nicht, Sand oder so, das helle hier. Warum erkennen wir denn nicht so gut, was das sein kann? Ach, ich Dummkopf. Ich habe euch die falsche Seite gezeigt. Das ist ja nur die Rückseite. Aber diese Rückseite ist extrem wichtig, weil diese Rückseite, die zeigt, wie die Fäden zusammengehalten sind, wie sie zusammengewoben sind. Und wenn wir auch nur diese Rückseite sehen, dann zeigt sie uns, dass nur weil diese Rückseite so gestaltet ist, so komisch und konfus und mit diesen Fäden, die da abstehen, damit genau eine bestimmte Vorderseite entstehen kann. Und zwar diese hier. Und jetzt erkennen wir auch dieses Bild. Ein Blumentopf mit wunderschönen, frischen Sommerblumen. Sonnenblumen und rote Blumen. Vielleicht ein Blumenkenner wisst ihr jetzt, was das noch für Blumen sind. Dürft ihr mir gerne sagen. Ein wunderschöner Blumenstrauß, der aufgehen darf und blühen darf und den wir erkennen dürfen, auch wenn wir am Anfang vielleicht dachten, was ist denn das für ein Schrott? Das erkennt man ja gar nichts. So ist es manchmal mit unseren Wegen, die wir so gehen oder was wir im Leben erleben. Manchmal sieht es ganz konfus aus. So zickzack, ganz komisch, dass man denkt, oh, irgendwie, jetzt habe ich mich gestritten, jetzt läuft das schief, jetzt habe ich eine schlechte Note in der Arbeit, obwohl ich gelernt habe. Jetzt habe ich doch Gott gebeten, dass er mir da hilft und trotzdem habe ich so eine schlechte Note. Und durch dieses Zickzack kann es aber sein, durch die schlechte Note, dass ich mich vielleicht bei manchen Sachen für andere Dinge entscheide, die ich mich sonst nicht entschieden habe. Und irgendwann kann dieses Bild, auch wenn es so wirrwarr und zickzack ist, genau so werden, weil jemand bei uns Gott die Fäden in der Hand hat
Hier war es die Stickerin, die das wunderschön gemacht hat, das Bild. Die wusste ganz genau, wo sie welchen Faden setzen muss, damit dieses Bild am Ende so aussieht. Und auch wenn sich vielleicht mancher denkt, warum ordnest du das denn hier so komisch an, so wirr, so kommt am Ende doch was Richtiges raus. Und wir in unserer Geschichte, wir beschäftigen uns heute mit einem Mann, mit dem Hiob, und der hat was ganz Ähnliches erlebt. Dem seine Seite, wenn man die beschreiben müsste, die sah wahrscheinlich erstmal so aus, so ganz toll und schön. Und dann sind ja aber ein paar Sachen passiert, dass man echt fragen muss, boah, Hiob, bei dir sieht es aber chaotisch aus. Und ganz interessant ist, was der Hiob trotzdem aus seinem Leben macht und wem er da vertraut. Und da gucken wir doch jetzt einfach mal rein, was der Hiob so erlebt. Das ist Hiob. Es ist schon lange her, dass Hiob lebte. Aber seine Erfahrungen sind so wichtig, dass sie in der Bibel, im Buch Hiob, aufgeschrieben wurden. Hiob lebte im Land Uz und hatte alles, was man sich nur wünschen konnte. Er hatte 7000 Schafe, 3000 Kamele, 1000 Rinder, 500 Esel und darüber hinaus viele Knechte, die auf die Tiere aufpassten. Von allen Bewohnern des Landes ist Hiob der Reichste. Aber Hiob ist nicht nur sehr wohlhabend, er ist auch klug und mächtig und bei allen Leuten in seinem Ort sehr angesehen und beliebt. Hiob gibt nämlich mit seinem Reichtum nicht an. Nein, im Gegenteil, wenn jemand in Not ist, hilft Hiob gerne weiter. Er hat ein Herz für Bedürftige. Er teilt aus Liebe und Barmherzigkeit zu seinen Mitmenschen. Aber auch, weil er weiß, dass ihm all dieser Reichtum von Gott geschenkt und anvertraut wurde. Er ist Gott sehr dankbar dafür. Und das zeigt sich auch darin, wie er lebt. Er lobt und ehrt Gott, hat eine enge Beziehung zu Gott, ist sehr fromm und versucht so zu leben, wie Gott es will. Ganz besonders dankbar ist Hiob für seine Kinder. Zusammen mit seiner Frau hat er nämlich 7 Söhne und 3 Töchter. Für alle Kinder betet er sehr viel. Und in der Bibel steht auch, dass er auch für sie, falls sie was Schlechtes tun, bei Gott um Vergebung für ihre Sünden bittet. Dann wechselt die Erzählung im Hiob-Buch den Ort, nämlich in den Himmel, zu Gott und den Engeln. Aber wer hat sich da zwischen die Engel eingeschlichen? Genau richtig erkannt. Das ist der Satan. Er will den Menschen nichts Gutes. Der Satan, manche nennen ihn auch Teufel, lockt die Menschen in Fallen, dass sie Sachen machen, die Gott nicht mag und sich versündigen. Gott fragt Satan: Woher kommst du, Satan? Ich war auf der Erde und habe mich umgesehen, antwortet der Satan. So, das ist ja interessant. Hast du dann auch meinen treuen Diener Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, den es auf der Erde gibt. Er ist nämlich ehrlich, gottesfürchtig und er verabscheut das Böse. Ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch allen Grund dazu. Schließlich hast du ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt, und sein Reichtum wächst immer weiter. Da ist es nicht schwer, dich zu mögen, antwortet Satan zu Gott. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt. Du wirst schon sehen,
dann würdet ihr auch nicht mehr nachfolgen und dich ehren. Und stellt euch vor, Gott geht auf die Prüfung ein. Er sagt zum Satan: Gut, mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst. Du kannst ihm alles wegnehmen, aber ihm selber darfst du nichts machen. Hiob muss gesund bleiben. Da ließ sich der Satan das nicht zweimal sagen. Er machte sich sofort auf den Weg zu Hiob. Und Hiob erreichte eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Seine Ochsen und Esel wurden von den Sabäer-Räubern überfallen. Die Räuber töteten alle Diener und die Tiere nahmen sie mit. Alle Schafe und Hirten wurden von einem Blitz getroffen und sind allesamt daran gestorben. Und alle Kamele wurden von den Chaldäer-Räubern gestohlen und auch die Diener umgebracht. Hier konnte es kaum glauben. Sein Reichtum war auf einen Schlag vernichtet. Aber am härtesten traf ihn mit Sicherheit die vierte und wohl schlimmste Hiobsbotschaft. Alle seine 10 Kinder hatten im Haus des ältesten Bruders gerade ein Fest gefeiert, als ein Wüstensturm aufkam, der das Gebäude mit voller Wucht traf und es deshalb einstürzte. Alle 10 waren unter dem Gebäude begraben und gestorben. Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr Hiob das traf. Er war sehr traurig und zerriss zum Zeichen seiner Trauer, wie es damals üblich war, seine Kleider. Aber Hiob blieb Gott trotzdem treu. Er hat sich vor Gott auf die Knie geschmissen und zu Gott gebetet: Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, blieb Hiob Gott treu. Er hat sogar weiterhin Gott gelobt. Stell dir vor, jemand klaut dein Lieblingsspielzeug. Kannst du dann auch sagen, Gott hat es mir gegeben, Gott hat es zugelassen, dass es geklaut wird? Ich will Gott loben. Hiob vertraut Gott, weil Hiob Gott liebt. Deshalb sagte er nichts Ungehöriges und versündigte sich nicht gegen Gott. Er weiß, Gott will nur das Beste für ihn. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich Satan geärgert hat, als er Hiobs Reaktion sah? Er will doch, dass die Menschen sündigen und nicht mehr an Gott glauben. Aber so schnell gibt Satan nicht auf. Er geht wieder zurück in den Himmel. Als Gott den Satan sieht, sagt er zu ihm: Siehst du, Hiob ist mir treu. Obwohl du mich überredet hast, ihm ohne Grund zu schaden und ihm solch großes Leid hinzuzufügen, hält er an seinem Glauben fest. Da kann Satan nicht widersprechen, aber er meint: Bisher ist er auch mit heiler Haut davon gekommen. Er ist kerngesund, da ist es nicht schwer, dir treu zu bleiben. Aber wenn er nicht mehr gesund ist, dann wird selbst dein bester Diener Hiob schwach werden und will nichts mehr von dir wissen. Und Gott lässt sich sogar auch darauf ein. Mach mit ihm, was du willst, aber er muss am Leben bleiben. Du darfst ihn nicht töten. Das ließ sich der Satan natürlich nicht zweimal sagen. Er machte sich sofort wieder auf den Weg zu Hiob. Und Hiob bekam von Kopf bis Fuß ganz ekelerregende Geschwüre. Muss das wehgetan haben? Hiob setzte sich zum Zeichen seiner Trauer mitten in Asche und kratzte sich mit einer Tonscheibe. Selbst seine Frau kann nicht verstehen, warum Hiob immer noch an Gott glaubt und ihm keine Vorwürfe macht. Sie meinte, nach dem, was Gott alles zugelassen hat,
selbst unsere Kinder. Willst du etwa immer noch an Gott festhalten? Sag dich von Gott los und stirb. Du leidest doch nur noch. Und damit rät sie Hiob genau das, was der Satan bezwecken will. Er soll Gott den Rücken zukehren. Aber Hiob blieb selbst in den schlimmsten Schmerzen Gott treu. Er antwortete seiner Frau: Ich weiß, du trauerst sehr um unsere Kinder, aber du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, aber das Schlechte ablehnen? Und auch Hiobs Freunde sind ihm nicht gerade eine große Hilfe. Die drei besten Freunde von Hiob, Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Naama, haben von seinem Unglück gehört und sind gleich zu ihm gereist, um ihm ihr Mitgefühl zu zeigen und ihn zu trösten. Als sie eintreffen, erkennen sie Hiob nicht wieder. So schlimm hat ihn die Krankheit verändert. Eine ganze Woche sitzen sie still bei Hiob, leiden und weinen mit ihm. Doch dann verlieren sie die Geduld. Sie suchen nach einem Grund, warum Hiob so ein Leid erfährt. Deswegen fangen sie an, mit Hiob zu streiten. Aber Hiob hält trotz allem daran fest, dass Gott keinen Fehler macht und er nur das Beste für ihn will. Über dieses Vertrauen freut Gott sich sehr. Auch wenn Hiob sehr viel Leid erfahren hat, wird er am Ende reichlich für seinen Glauben und seine Treue belohnt. Wie Gott das macht und wie genau er ihn beschenkt, dazu hören wir nächste Woche mehr. Ja, der Hiob, der hat ganz schön viel Leid erfahren. Der hat eigentlich alles verloren, was er hatte. Der hat Schafe, Kamele, Rinder, alle verloren, alles weg, alle seine Herden. Aber die waren ihm dann wahrscheinlich gar nicht mehr so wichtig, weil alle seine 10 Kinder gestorben sind. Alle weg, keine Kinder mehr. Und nicht genug, er selbst wurde sehr krank. Und diese Krankheit, die war nicht leicht, also er hatte wirklich Schmerzen. Aber was können wir denn jetzt eigentlich von dem Hiob lernen? Weil das ist eine ganze Menge. Der Hiob, der hat Gott vertraut. Seine Frau, die fand seinen Glauben dann ziemlich überflüssig. Die hat nämlich gemeint: Mensch Hiob, jetzt hast du Gott geglaubt, dann sah deine Bildseite doch so aus. Gut, alles war super. Und jetzt glaubst du immer noch Gott, aber deine Bildseite, die wird auf einmal so ganz durcheinander. Alles geht schief. Du brauchst Gott nicht mehr. Und das können wir vielleicht schon noch ein Stück verstehen, gell? Aber der Hiob, der hat gewusst, Gott hat die Fäden in der Hand. Gott kann auch aus diesem Wirrwarr wieder so ein schönes Bild machen. Und hat Gott vertraut, hat gesagt, Gott hat mir so viel Gutes gegeben, Gott darf das auch nehmen. Und Gott sei trotz allem gelobt, weil Gott ist mein Vater im Himmel, den habe ich so sehr lieb. Und Gott hat Hiob nicht vor Schwierigkeiten bewahrt, gell? Aber er hat nicht zugelassen, dass dem Hiob was passiert, was er nicht ertragen kann. Und er hat auch nicht den Hiob verlassen. Er ist dem Hiob beigestanden. Und es bleibt nicht bei diesen Schwierigkeiten. Es bleibt nicht bei diesen Fäden. So viel darf ich schon mal verraten. Weil Gott die Fäden in der Hand hat, muss kein Leben so aussehen mit solchen Wirrwarr und solchen Fäden. Und genau das sagt auch ein Bibelvers, der im Neuen Testament ist, der wieder auf Hiob zurückgeht. Und den möchte ich euch jetzt als Lernvers mitgeben. Und den gucken wir uns heute gemeinsam an.
damit wir uns den besser merken können. Und der geht so. Wir wissen aber, dass denen die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und den Vers, den kann man sich jetzt eigentlich sehr gut merken, weil, wenn wir das wissen, dann dürfen wir uns nämlich als glaubende Menschen ganz darauf verlassen. Wenn wir an Gott glauben und wir sagen, Herr Jesus, ich hab dich lieb, dann wissen wir das, dann ist das eine Gewissheit, dann ist das ein Verlass, dann ist das wie was, das kann uns keiner mehr wegnehmen, das wissen wir, das kann uns keiner nehmen. Und dass denen, die Gott lieben, dass denen, die sagen, Herr Jesus, ich hab dich lieb, ich will dich in meinem Herz haben, du bist mir das Allerliebste, dir soll mein Herz gehören, alle Dinge, und jetzt gucke ich mal, alle Dinge, da habe ich gedacht, alle Dinge, das fasst die ganze Erde ein. Und wenn jetzt diese alle Dinge, die sollen zum Guten für uns mitwirken, da kann man nur noch einen Daumen hoch machen. So, zum Guten mitwirken. Und alle Dinge meint alle Dinge. Alle Dinge, die uns passieren, während wir auf dieser Erde leben. Das können schöne Dinge sein und die dürfen wir dann so dankbar annehmen und uns richtig bedanken. Das können aber auch schwierige Dinge sein. Dinge, bei denen wir vielleicht im ersten Moment sehr traurig sind und sagen, Mensch, Gott, wie kannst du das zulassen? Wieso schreibe ich jetzt eine schlechte Note, wenn ich doch zum Beispiel Gott um Hilfe gebeten habe und wirklich gelernt hat? Aber dann dürfen wir uns daran erinnern, wir haben die Fäden nicht in der Hand, aber, und jetzt kommt der Clou, wir sind in Gottes Hand. Und wenn wir in Gottes Hand sind und er die Fäden in der Hand hat, dann wissen wir, dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Allen, die Gott lieben. Und das wünsche ich uns allen von Herzen, dass wir uns an dieser Botschaft festhalten. Weil es wird immer mal was passieren, was uns traurig macht. Es gibt viele, viele schöne Dinge im Leben. Aber es wird bestimmt auch was kommen, und vielleicht kennen das manche von euch schon, dass sie traurige Sachen erlebt haben. Und da will uns der Herr Jesus durchhelfen, der will bei uns dabei sein. Der will uns nicht alleine lassen. Der will uns an seine Hand nehmen und durch Traurigkeit führen und uns daran erinnern, ich mache jedes Leben so schön, weil ich habe die Fäden in der Hand und ich lasse dich nicht los. Und dazu habe ich mir gedacht, dass ich euch einen ganz klitzekleinen Basteltipp gebe. Ich habe es gerade schon hochgehalten. Das könntet zum Beispiel ihr sein. Ihr könnt euch da auch wirklich euer Lieblings-T-Shirt zum Beispiel reinmalen, dann erinnert es euch wirklich an euch. Und für euch einfach dieses Bildchen ausmalen und geborgen in Gottes Hand reinschreiben. Und dann über euer Bett hängen oder in eure Bibel legen. Oder als Bucheinband gestalten. Da kann man viele Dinge dann mit diesem so kleinen Zettelchen machen. An den Badspiegel hängen, wenn ihr morgens aufwacht und sofort seht, ich bin geborgen in Gottes Hand. Jeden neuen Tag, jede Nacht. Und das wünsche ich euch, dass ihr das nicht vergesst.
lieb haben und sagen, ich hab dich lieb, dann reißt uns nichts aus dieser Hand. Ganz egal, was kommt und auch wenn traurige Sachen passieren, sind wir in seiner Hand. Auch jetzt in dieser Pandemie. Und das Schöne ist, dass wir jetzt auch eine ganz bestimmte Challenge für diese Woche für euch haben. Und dazu sagt euch jetzt die Rahel was. Der Lernvers diese Woche aus Römer 8, 28, das ist mein absoluter Lieblingsvers. Der mich oft ermutigt, aber ganz ehrlich, der mich auch oft herausfordert. Manchmal lässt Gott in meinem Leben Dinge zu, wo ich echt nicht verstehe, wie die mir jetzt zum Besten dienen sollen. Und schon als Kind hat mich da die Pollyanna, ich habe euch mal hier ein Bild mitgebracht, ermutigt. Die Pollyanna, die ist nämlich schon bei ihrer Geburt hat sie ihre Mama verloren und sie wächst dann mit ihrem Papa in der Mission auf. Und weil sie kein Geld für Spielzeug hatte, hat sie ganz intensiv dafür gebetet, dass in dem nächsten Missionspaket doch eine Puppe ist. Voller Vorfreude hat sie dann, als das Paket komme, ist es natürlich gleich auspackt und war wahnsinnig enttäuscht, als sie da auf Krücke und Bettwäsche gestoßen ist. Aber dann hat sie sich an das Spiel erinnert, das sie mit ihrem Papa immer gespielt hat. Und zwar war das das Spiel, alles immer positiv zu sehen und dankbar zu sein. Danke, Herr Jesus, dass ich die Krücke jetzt gerade nicht brauche und dass ich gesund bin, hat die Pollyanna dann betet und war dankbar und hatte schon die Trauer um die Puppe ganz vergessen. Immer wieder, wenn ich in solche Situationen bin, dann denke ich an die Pollyanna und an ihr Spiel. Und ich möchte euch diese Woche dazu ermutigen, dass ihr das Spiel ausspielt, dass ihr, wenn ihr in so einer Situation seid, egal was doof gelaufen ist, dass ihr versucht, was Positives dran zu finden. Denn die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das ist die Challenge für diese Woche. Alles positiv sehen. Wow, was für eine Challenge, die Rahel uns da gibt für die nächste Woche. Klasse. Ich würde vorschlagen, die legen wir mal vor Gott hin, diese Challenge, weil das, glaube ich, sehr herausfordernd sein kann, dieses Spiel zu spielen, aber uns doch sehr viele neue Erfahrungen sicher schenkt. So möchte ich jetzt mit uns beten. Wir falten die Hände und schließen am besten nochmal die Augen. Lieber Vater, danke, dass du die Fäden in der Hand hältst. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns siehst und weißt, wie es uns geht. Dass du auch weißt, wenn es uns gut geht und auch weißt, wenn es uns nicht gut geht. Danke, dass du immer da bist und immer derselbe bist und dass wir uns auf dich immer verlassen können. Danke, dass du uns liebst, auch wenn manchmal Dinge passieren, die wir im ersten Moment nicht verstehen können. Wenn dann unser Bild, wie bei der Rückseite von dem Stickbild, ganz verwirrt und falsch aussieht und wir es gar nicht verstehen können. Danke, dass du uns da nicht verlässt und aus dem Schwierigen und Traurigen was Gutes manchmal machen kannst. Danke, dass wir diese Hoffnung haben dürfen, weil du uns liebst. Und danke, dass du jetzt in die neue Woche mitgehst, wenn wir diese Challenge ausprobieren, wenn wir ausprobieren wollen, immer etwas Gutes zu sehen, immer zu versuchen, die Ansicht zu ändern und aufzumerken, was du uns eigentlich alles Gutes tust. Hilf uns dabei und erinnere uns auch ab und an diese Aufgabe und Herausforderung. Und segne jedes Einzelne von uns. Und alles andere schließen wir ein in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Letzte Woche hat uns noch ganz besondere Post erreicht, und zwar eine E-Mail aus Indien, und zwar von der Christine Weinmann. Und die arbeitet ja mit beim Hope Project, und über die haben wir ja zwei Patenkinder. Und zwar hier seht ihr den Mawat und die Christine. Der Mawat ist unser eines Patenkind von der Kinderkirche. Und hier seht ihr die Jairi mit der Christine, unser anderes Patenkind. Und die zwei, die freuen sich sehr, sehr arg über alles, was ihr in der letzten Zeit gegeben habt, weil dadurch, dass ihr immer wieder ein Opfer abgebt, können der Mawat und die Jairi weiterhin das Schulgeld bezahlen. Weil sie schreibt, dass zwar Corona sie auch getroffen hat und sie seit Mitte März zwar keine Schule mehr haben, aber sie trotzdem das Schulgeld bezahlen müssen. Und das geht nur dank dass ihr da so fleißig etwas von eurem Geld abgebt. Und sie bedankt sich da bei euch. Und ich gebe den Dank jetzt an euch weiter. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und sie erzählt noch weiter. Durch den landesweiten Lockdown, also durch das, dass alles eben zu ist, seit Mitte März sind natürlich die Armen und Tagelöhner besonders betroffen. Deswegen haben wir nun auch eine Corona-Soforthilfe für Ukhul, das ist der Ort in Indien, in dem auch Mawat und die Jairi wohnen, veranlasst. Und der erste Schritt war jetzt mal, allen Familien Lebensmittel zu besorgen, wofür sie unendlich dankbar waren. Jede Familie bekam 10 Kilogramm Reis, 1 Kilogramm Zucker, 1 Kilogramm Milchpulver und 1 Liter Öl. Das ist gar nicht viel, gell? Aber tatsächlich schreibt sie, wir schauen, dass wir weiterhin dranbleiben und die Familien in dieser Zeit unterstützen können, weil für sie geht es ums Überleben, vor allem was die Nahrung angeht. Und falls jetzt jemand sagt, außer dem Opfer, das ich gebe für Jairi und Mawat und die Gebete, die auch sehr wichtig sind, man kann immer auch beten für die Menschen in Indien, für die Menschen weltweit und auch für Mawat und Jairi. Wer jetzt sagt, ich möchte noch gern was von meinem Taschengeld abgeben, der kann das tun. Sonst kennt ihr das ja immer. Wir sammeln ja immer normal ein Opfer ein. Da wir jetzt schon lange keine Kinderkirche mehr haben, dürft ihr sehr gerne einen Briefumschlag füllen und dann auf den Kiki draufschreiben und diesen dann im Gemeindebüro einfach einwerfen, wenn ihr mal einen Spaziergang macht oder irgendwas. Es muss nur unbedingt Kiki draufstehen, weil sonst wissen die im Gemeindebüro nicht, dass es für Mawat und ihr Jairi ist. Und die Adresse ist Pfarrberg 7. Das könnt ihr auch sonst nochmal im Internet mit euren Eltern gucken. Genau. Wer sagt, meine Eltern sind schon etwas gewiefter, der kann unten im Link schauen. Da ist auch noch verlinkt, dass man Geld überweisen kann direkt an die Corona-Soforthilfe. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte lieber eine Familie unterstützen, die jetzt nur 10 Kilo Reis und 1 Kilo Zucker bekommen hat, dann könnt ihr unten in dem Link schauen. Genau. Die freuen sich über alles, was ihr gegeben habt und sind euch sehr dankbar und schicken euch diese lieben Grüße. So, und nun habe ich noch zwei kleine Sächlein. Ihr findet unten in dem Link, das habe ich vorher vergessen, übrigens den Hinweis zum Basteln. Also wo, da könnt ihr die PDF runterladen für das Bildchen mit dem Jungen. Und noch zwei Rätsel. Einmal ein Vergleichrätsel und ein kleines Rätsel zur Geschichte, ob ihr auch alles euch merken konntet. Genau, für die Jüngeren, die können das dann gern mit ihren Eltern auch gemeinsam machen. Und natürlich, wie kann es anderes sein? Zum Abschluss unbedingt noch zwei Liedtipps von mir. Einmal Absoluto Guto von Maike Müller-Bauer und Ich will dir ganz gehören von Daniel Jacobi übersetzt, ursprünglich von Hillsong. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Singen und Anhören und ich wünsche euch nur noch einen ganz arg schönen Sonntag, eine wunderschöne Woche.
in der ich euch sehr viele spannende Erfahrungen wünsche mit der Challenge und dass ihr euer Herz dankbar machen möchte. Ich bin gespannt, was ich so erlebe mit der Challenge und freue mich drauf. Tschüssi, bis bald!